Ciao. Guten Nachmittag aus Rizione in Italien. Heute gibt es keinen richtigen Vlog, denn es ist mein Geburtstag. Und ein großer Teil meiner Familie ist hierher gekommen. Wir haben alle gemeinsam dieses Wochenende verbracht. Ich hatte ja auch noch mein 5. und 6. Saisonrennen in Misano, am Misano World Circuit. Der ist ein paar Kilometer einfach nach da hinten im KTM Crossbow. Das war auch richtig cool. Habt ihr vielleicht in den letzten Vlogs gesehen. Und eben ein großer Teil meiner Familie war zu Besuch, hat mich beim Rennen angefeuert. Wir haben hier eine schöne Zeit zusammen verbracht. Ich habe versucht, die Kamera nicht die ganze Zeit dabei zu haben, sondern ein bisschen auch mal beiseite zu packen und einfach so die Zeit zu genießen. Ein bisschen was hier eben vom Wochenende haben wir gefilmt. Es war eine super schöne Zeit einfach mit der Familie zusammen. Und ja, kleines Best-of gibt's jetzt für euch. Was ist auf da? Das war's, die waren auf dem Rückweg zurück nach Deutschland. Ich glaube 14 Stunden oder so haben die jetzt vor sich. Wir gehen nochmal kurz zum Strand und dann auch zurück. So, wir fliegen zwar mit dem Privatjet, aber jetzt müssen wir alles hier so durch. Drei mit dir. Die Hälfte ist schon drüben, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich würde sagen, lass uns mal weitermachen. Hat geklappt. Das ist unsere Maschine. Ja. Ah, ist es? Ah, haben wir jetzt gewechselt? Ja. Kleinen Upgrade. Bin, ja, ja. Bin an Bord. Wir sind nur zu dritt. Also wir fliegen alle ohne die anderen. Nee, ja, jetzt geht es erstmal zum Flugzeug. Dann laden wir schon mal alles ein, weil die anderen bringen ja gerade die Autos weg. War gerade ein bisschen kompliziert im Flughafen, aber das hat alles geklappt. Also auf geht's. Hier kommt jetzt unser ganzes Gepäck rein, Leute. Das muss da alles rein. Das wäre doch viel zu schade, hiervon keinen Porn zu machen, oder? Also, wir packen ein und ihr zieht euch den Jetporn rein. Ja, die Italien hat für uns heute richtig versaut. Selbst der Taxifahrer. Ich wollte meinen Rucksack neben mich haben. Er meinte, nein, da kommt ein Kofferraum. Ich so, nein, da sind Kameras drin, ich will es hier behalten. Nein, es kommt ein Kofferraum. Nein, ich behalte es hier. Und dann hat er gesagt, dann gibst du mir aber dein Getränk. Da habe ich ihm gegeben. Ah, doch nicht. Hätte ich wieder gehabt. Oh, wir konnten nirgendwo tanken, weil nirgendwo wären verschiedene Tankstellen. Nirgendwo ging es. Aber ihr habt alles hinbekommen. Ja, alles hinbekommen. Ja, das ist das Wichtigste, würde ich sagen. Also, das war es soweit aus Italien. Richtig cooler Geburtstag. Und zurück geht es im Privatjet. Ich darf hier sitzen? Ja. So, jetzt. Fast wie im Rennwagen. Ne? Rollen wir mal los, Leute. Platz 9 und 11 gestrigen Crossbow Battles in der Rookie Challenge. Wir sind jetzt unterwegs, ready for takeoff. Eigentlich war Gewitter für heute angekündigt. Wir hatten die ganze Zeit mega gutes Wetter. Also an der Rennstrecke war es ein bisschen sehr heiß, bis zu 35 Grad. Aber jetzt braucht es so langsam hier so ein Gewitter zusammen. Aber wir können tatsächlich noch kurz vorher starten. Das ist dahin, sind wir weg. Da kommen wir durch. Sonst wäre es ein bisschen wackelig geworden wahrscheinlich, ne? Ja, kann jetzt auch passieren, wenn wir durch eine Wolke fliegen, aber wir probieren es zu vermeiden. Das ist eine gute Idee. Vollgas. So sieht ein Start aus. Man beschleunigt richtig schnell. Da unten ist das Meer, da war unsere Rennstrecke irgendwo da vorne. Dann geht es jetzt damit für uns auf zurück nach Deutschland. Willkommen auf TV
13.000 Kilometer. So sieht das hier oben aus. Schau da einmal hier raus. Wobei ich muss sagen, zumindest Gefühl ist es deutlich leiser als in einem normalen Passagierflugzeug. Wir haben ja schon Österreich überquert, sind schon wieder im deutschen Luftraum und gleich beginnt auch der Landeanflug. Bis jetzt sind wir eben auf über 13.000 Metern geflogen. Die ganze Zeit haben Flugzeuge unter uns eben hinwegfliegen sehen. Hier unten fliegt zum Beispiel gerade eins auch, glaube ich, 4.300 Fuß unter uns durch. Und das muss jetzt gerade hier unter uns sein. Deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber ich habe gerade schon versucht, diverse Flugzeuge zu filmen. Das ist super spannend, weil im normalen Flugzeug kannst du halt eben nur aus deinem eigenen kleinen Seitenfenster rausschauen. Und hier in so einem Flugzeug, wo du halt den ganzen Bereich hier vorne hast, siehst du halt viel mehr, was alles in der Luft unterwegs ist. Und heute ist Sonntag, also das ist der Tag, wo am wenigsten Flugverkehr ist. Aber trotzdem siehst du echt andauernd irgendwie andere große Flugzeuge lang rasen, teilweise noch Kondensstreifen hinter sich herziehen. Und du siehst auch die Geschwindigkeit von so einem Flugzeug erst. So Linienmaschinen fliegen ja gut und gerne mal so an die 900 km/h oder manchmal sogar mehr. Und im Flugzeug, wenn du sitzt, bekommst du es ja eher nicht so mit, weil du fliegst einfach so langsam. Daher so sieht das aus. Aber wenn du halt in einem anderen Flugzeug siehst, dann siehst du wirklich halt das andere Flugzeug irgendwie längst rasen an dir vorbei. Das ist schon mal so eine ganz andere Perspektive, die ich hier gerade mal erleben darf. Überhaupt diese ganze Möglichkeit, hier mal in einem Privatjet mitzufliegen auf dem Hinweg, ja schon da hinten, wo es auch sehr bequem ist auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal das Ganze hier eben aus dem Cockpit mitzuerleben und die ganze Zeit eben eigentlich aus Headset aufzuhaben, den ganzen Funkverkehr mitzubekommen. Ihr müsst euch vorstellen, eigentlich die ganze Zeit über ist hier Funkverkehr. Okay, right, the aviation is approved. Thank you. Und es gibt dann so verschiedene Sektoren, so aus der einen Region, dann kommt die nächste Region. Man muss dann immer den Funkkanal umstellen und die ganze Zeit sozusagen der ganze Flugverkehr von allen Flugzeugen in der Region hast du auf dem Kopf. Also der Tower spricht nicht nur mit dir, sondern auch mit den anderen Flugzeugen. Und das hörst du aber auch alles mit. Das heißt, ständig auf dem Ohr musst du darauf achten, wenn werde ich angesprochen und da muss Dennis dann eben dementsprechend darauf reagieren. Also allein diese Kommunikation ist schon sehr anspruchsvoll. Dann bekommt er immer mitgeteilt, soll sein Kurs vielleicht so ein paar Grad anpassen oder sowas in der Art. Dann dreht er hier unten kurz so ein bisschen rum. Hier zum Beispiel bei Alt ist, glaube ich, die Altitude, also die Höhe, stellt ihr da so ein bisschen am Autopiloten um, dann gehen wir ein bisschen tiefer. Aber an sich so richtig steuern, also wirklich hier so dran sein, das macht man nur beim nur bei Start und Landung so richtig meistens, ne? Ja, der Autopilot fliegt gerade, der macht das besser als jeder Mensch. Also es ist mehr so ein bisschen Computer bedienen eigentlich während der Hauptzeit des Fluges. Aber bei Start und Landung natürlich, bis auf schlechtes Wetter, macht das normalerweise der Mensch immer noch selbst. Und wofür, Dennis, sind diese, oh, während ich frage, Dennis macht nichts, ja? Wir fliegen gerade eine Kurve. Das macht der Autopilot. Aber wofür sind diese ganzen Knöpfe hier? Das sind Sicherungen, keine Knöpfe. Sogenannte Circuit Breakers. Ah, okay. Das sind die Sicherungen eigentlich. Ja. Weil man sieht immer so, wenn man so ein Flugzeug startet, ding, musst du so alles anmachen. Ja, ein paar Knöpfe haben wir ja, aber. Weil meistens halt beim Flug bedient man nicht weniger, ne? Ja. Hat alles seine Daseinsberechtigung. Ein guter alter Kompass ist auch noch da, wenn alles schief geht. Oh, und eine Taschenlampe, Leute. Wenn der Strom ausfällt, dann gibt es eine Taschenlampe, um die Knöpfe zu sehen, oder? Ja. Ist das die Funktion von der Taschenlampe? Ja, wenn der Strom aus ist, muss man ja was sehen abends. Und ich achte eigentlich die meiste Zeit darauf, wo das nächste Flugzeug ist. Da oben ist eins, da könnt ihr es sehen, da ganz oben fliegt es gerade längs. Denn so langsam sind wir jetzt eben wieder auf dem Sinnflug zurück Richtung Köln. Was für ein Flug, wie gerade eben schon gesagt, eine ganz besondere Erfahrung für mich und richtig cool, dass ich das erleben darf. Es gab ja beim Video vom Hinflug schon ein paar Leute, die gesagt haben, oh, abgehoben, im Privatjet geflogen. Aber Leute, ich weiß nicht, ich habe nicht versucht, irgendwie anzugehen mit dem Privatjet. Keinsterweise, ihr wisst von mir, ich mache sowas nicht. Und zum anderen, überlegt euch einfach nur einmal, ihr bekommt von einem Freund angeboten, hey, ihr könnt bei mir im Privatjet mitfliegen. Wer würde dann Nein sagen? Aber naja, blödes Thema. Auf YouTube gibt es halt immer solche Kommentare. Müssen wir nicht weiter darüber reden, aber ich wollte zumindest mal kurz was dazu gesagt haben. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, gerade für die Luftfahrtfans unter euch, sehr interessant, das mal so aus Cockpit-Perspektive von so einem Privatjet zu sehen. Und da beneide ich Dennis auch echt darum, das ist eben sein Job. Das macht er, das ist seine Arbeit. Und dann fliegt er die verschiedensten Leute eben quer durch die Welt in genau solchen Flugzeugen. Und nebenbei fährt er auch noch Rennen. Auch sehr gut. Das darf ich auch machen. Und ich möchte mich auch gar nicht beschweren, Leute. YouTube ist auch ein absoluter Traumjob. Richtig cool, was für mich. Ich dadurch habe. Dank euch im Endeffekt. Also vielen Dank an euch. Vielen Dank heute fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder zum nächsten Vlog. Ciao. Die Verpackungsskills könnten aber von mir sein. Oh, Happy Birthday. Du musst am Dienstag um 4 Uhr aufstehen. Sorry. Wo ist die Warnung? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Seit Monaten steht es im Kalender, dass ich da nichts machen darf. Aber ich wusste, dass ich um 4 Uhr aufstehen muss.